Anschließend einen Vorstandsbeschluss und die Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Beschluss sieht vor oder hat vorgesehen, dass wir unseren Cheftrainer Friedhelm Funke sowie den Co-Trainer Christoph John mit sofortiger Wirkung freistellen. Grund für diese Entscheidung ist ja, die anhaltend schlechte sportliche Situation sowie die Verunsicherung der Mannschaft. Wir erhoffen uns von diesem Schritt einen Impuls für das Spiel am Sonntag gegen Paderborn. Wir hoffen, dass wir dann einfach ein Signal senden können an die Mannschaft. Und bedauern das sehr, finden das sehr schade, weil Friedhelm Funkel und Christoph John hier 15 Monate lang richtig, richtig gute Arbeit geleistet haben. Das ist uns sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben uns das überhaupt nicht leicht gemacht. Dennoch halten wir diesen Schritt jetzt für richtig und hoffen, dass wir eben gemeinsam in den nächsten Wochen wieder in die Erfolgsspur reinfinden. Wir haben dann am Abend den Cheftrainer informiert in Düsseldorf, sowie den Co-Trainer informiert, sowie das engste Team drumherum. Und haben wir heute Morgen unsere Mitarbeiter informiert, sowie dann die Pressemitteilung herausgegeben, das von der Zeitlinie, wie das abgelaufen ist. Wir werden jetzt damit beginnen, eine Lösung zu finden für Sonntag, für das Spiel gegen Paderborn. Sind zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, aber müssen eben auch mal die Zeit haben, das auch hinzubekommen. Wir suchen nicht nach einem Feuerwehrmann, der ganz kurzfristig den Effekt erzielt, sondern nach einem Trainer, mit dem wir perspektivisch arbeiten können, der die Mannschaft auch mittelfristig weiterentwickeln kann. Das ist unser Profil und da hoffen wir eben, dass wir da in den nächsten Tagen eine Lösung finden. Natürlich die anhaltend schlechte sportliche Situation generell, der Punktestand, aber eben auch die Verunsicherung der Mannschaft. Wir hatten gehofft, dass wir in der Länderspielpause mit 2 Wochen Trainingszeit für die Trainingsarbeit nochmal einen Schritt nach vorne machen. Den haben wir nicht gemacht, obwohl ich nach wie vor betone, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war immer intakt und die Mannschaft ist immer bemüht gewesen. Nur wir haben eben auch in Dresden gesehen, dass die Truppe verunsichert ist. Wir wollten jetzt einfach einen Impuls setzen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, vor allen Dingen, du musst aber 200.000 oder 300.000 investieren. Was machen sie? Leihen sie den Gizek aus von Dortmund für ein Jahr, den Kramer leihen sie aus, die hauen da ein Jahr wieder ab, die kämpfen noch nicht, aber keine Lust. War doch, wenn man andere Spieler gesehen, die ausgeliehen worden sind, muss ich sagen, die hatten aber Lust. Ne? Früher hießen wir mal hier in Bochum die Unabsteigbaren. Ja. Das waren sie auch, weil sie gekämpft haben. Aber das liegt viel am Trainer, kann mir einer sagen. Vor allem, wenn ich schon vor der Saison schon anfange, für uns hier nur Platz 1 und der Tod auch für uns hier nur Platz 1 und gar nichts. Ja, was, ich konnte die vorher schon im Mund zur Vorlegung, was kommt, gar nichts. Ist da nichts drin?